wieder zu einem neuen Livestream hier wieder von der NF Match Map mit leichten Teamveränderungen. Aber ja, ich fange erstmal an hier schnell mit den anderen Teams. Fangen wir mal an mit denen, die unverändert sind. Salazar, Gerd und der Speedy. Moin, moin, moin. 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 Denn hier sind wir bei einem besonderen heute Geburtstag haben im Speedy. Happy Speedy. Birthday at Speedy. Dankeschön. Ja, ne? Also auch alle da eben im Livestream, im Chat nachher auf YouTube mit reingucken da und da hier schön mal alle gratulieren. Ja, bei Gerd könnt ihr auch gucken auf Twitch. Dann mache ich gleich weiter. Team Holger, Jürgen und Sachin. Moin, 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 moin. Nabend. Nabend. Bei Holger könnt ihr natürlich gucken und immer schön spionieren. Dann haben wir bei dem Mädelsteam eine Veränderung. Und zwar ist Micha heute mit am Start und natürlich Jenny und Marina. Moin, moin. 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 Bei Jenny könnt ihr gucken auf Twitch. Jawohl. Und bei mir heute auch. Bei Micha könnt ihr auch gucken heute, okay. Da habe ich noch keine Daten von. Müsst ihr ja sonst alles bei Gelegenheit mal reinposten. Einsagen bei der Streamer im Discord. Okay. Muss man und ja, bei uns wieder mit dabei Black Forest. Und moin. Neu haben wir mal weibliche Unterstützung bei uns mit dem Team Vulkanschnecke. Guten Tag. Moin. Moin. Ja, also eigentlich, für, was hatten wir jetzt noch irgendwas Besonderes bestimmt gerade? Nö, wir dürfen weiterarbeiten, müssen uns beeilen. Die Zeit ist schon wieder weitergelaufen und die Brücke schließt bald, ne? So ist. Jo. Also von mir aus wollen wir gar nicht lange noch hier, wollen wir auch Gas geben, ne? Ja. Auf geht's. 3, 2, 1, auf die Trecker, fertig, los. So. Dann gehen wir mal nach Sylt. Siehst du mich mit runter? Und schnacken dann erstmal unten. Sylt, ja, ne? Ich versuch's. Wieder. Moin, Hoshi. Da gehen wir von aus. So, alle da, ja. Ja. Also Mission habe ich annehmen können, der 61. Dann werde ich die auch gleich flügen. So, erstmal Rolf, hallo, schönen guten Abend. Daniel, schönen guten Abend. Und nochmal Daniel, habe ich, glaube ich, gelesen, ne? Und natürlich vielen Dank für die ganzen Punkte, was hier schon abgegeben wurde. Uli, schönen guten Abend. Ja, bei uns sieht es so aus, wir machen unsere Mission hier noch weiter. Ach, warte mal, das muss ich mir noch umstellen. Das muss ich mir noch umstellen, sonst sehe ich wieder nichts. Wo war denn das jetzt? Unter Vehicle Inspektor. So. Wir machen unsere Mission weiter. Wir werden hier drüben noch die Silageballen wird Benjamin fertig wickeln. Jürgen wird ein bisschen Geld organisieren. Ich bin am Weg. Denn das, was im Stream-Titel steht, das müssen wir unbedingt schaffen heute. Zwingend einhalten. Ich meine, jetzt sind wir missionstechnisch bei uns hier auf den Feldern unterwegs. Einmal auf Feld 61 und einmal hier auf Feld 59 ist das ja. Ich meine, die Brücken, die werden jetzt gleich hochgehen. In-game ist es noch eine Viertelstunde. Aber ich brauche nicht über die Brücke. Ich kann ja eine Gärtnerei oder so verkaufen. Bei uns an der Gärtnerei müsste es am höchsten sein, was ich jetzt geguckt habe. Marco, hallo? Denn bei uns sieht es ja jetzt so aus auf der Karte. Das, was ich vorhin geguckt habe, unsere... Ach, sei schon ausgeschalten. Unsere beiden Graswiesen sind ja erntereif. Das ist alles erste Erntereifstufe. Und welche waren, dann mal dich nehmen sollte, Holger? Rechts, neben der Werkstatt, was da am Zaun lang steht. Die ersten beiden Stapel.
Na, die zum Zaun hinstehen. Vorne der Stapel und hinten der Stapel. Die müssten doch vergoren sein, ne? Ich mach mal grad einen Gucker. Ja. So, Silage. Genau. 143 ist absolut der beste Preis momentan. BGA. Gärtnerei Süd bei uns. Ich hab mal den Kredit geholt. Okay. Wie viel waren das jetzt? Jetzt sind wir bei 312. Was hatten wir? 130 hatten wir, glaube ich, vorher. 820 hatten wir. 820, also 150.000 dazu bekommen. Ne? Und was hatte das? So meinst du das? Und was hatte das gekostet? Das waren 188.000, hat das Feld gekostet. Ach, da oben ist die. In der Nähe im Baumarkt, links. Ja, kann ich direkt hier rechts vom Hof rausfahren. Müsste auch das, was ich probiert habe, müsste eigentlich gehen, wenn du so auf den Trailer ablädst und davor lang fährst an der Halle. Der Trigger ist recht groß. Ja, Rolf, eine Kuh bei uns im Regal, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Jedenfalls nicht im November. Im Dezember, glaube ich auch noch nicht. Dann werde ich auch nochmal, weil ich in den Bäumen geguckt habe, ich habe mich da auch mal wahrscheinlich vertan. Das wird wohl wirklich erst Januar werden. Mir fällt 61, machen wir jetzt gerade Mission. Oh, Vulkanschnecke hat den Server verlassen. Waren Sie sich jetzt nicht einig, wer was macht, oder was? Daniel, die Überlegung ist richtig. Uwe, schönen guten Abend. Na, Husten ist nicht weg. Zum Glück ist die Nase nicht mehr so zu. Ne? Oma, schönen guten Abend. Ja, Daniel, die Überlegung ist erstmal richtig. Und wenn das Feld jetzt hier gepflügt wird als Mission, das hat danach... Oma, vielen, vielen Dank für die 500 Bits. Danke.
Und nach der Mission ist das Feld ja immer noch gepflügt. Das heißt, wir können hier auch Steine einsammeln. Wir müssen es nicht nochmal pflügen. Weil das sollte sich eigentlich finanziell aufgehen. Das Einzige, was natürlich nicht schlecht wäre, wenn wir das noch vor der Nacht schaffen. Also vor 0 Uhr. Dann würde es ja heißen, dass wir am nächsten Tag auch wieder Kredit bekommen würden. Dino, vielen Dank für die Punkte. Ja, vorhin hat es mir schon wieder angezeigt. Ach nee, da oben steht das noch. 84.000 Punkte wurden ja schon wieder für die Überstunden auf der Marsch eingezahlt. Ne? Am Mittwoch gibt es ja erstmal die Überstunden von der Rostock. Ne? Da ist ja dann schon hier fast wieder ein Drittel von der Marsch voll, ne? Könnte man meinen. Ebenfalls vielen Dank für die Punkte. Danke, danke. So, 20% haben wir schon. Dann werden wir erstmal hier mit Spur fahren. So genau müssen wir das ja nicht machen. Hallo. Hallo? Kann schon wieder nicht abkippen. Echt nicht? Ja. Keine Ahnung warum. Ich stehe jetzt hier vor meiner Produktion, will da gerade schön ein bisschen Kompost reinkippen. Kann noch I drücken, aber er hört sofort wieder auf mit abkippen. Also er kippt, ne? Das ist das gleiche wie du letztens hattest mit den. Und das wird in der Mitte das Ziel ja wahrscheinlich auch wieder ein Problem das, sein. Das, ne? Das geht dann wieder nicht. Aber kann wieder jeder nicht abkippen oder nur wieder... Wollen wir gleich testen. Die sind nur gerade mit Trägern unterwegs und mussten... Wenn auch nicht, wenn nicht, müssen wir neu starten. Sagte ich auch. Dann muss man jetzt die erste Folge vielleicht durchziehen und dann müssen wir danach eine größere Pause einlegen und den Serverknall halt einmal neu starten. Naja, so lange dauert es ja auch nicht. Nee, gut, alle wieder raufjoinen. Das ist nervig, dass das Synchro dann wieder weg ist, ne? Aber das ist dann im Zweifel so. Gut, die kommt auch wieder. Ja, sind ja den Abend, haben wir dann ja noch ein bisschen Zeit, also. Na gut, ich gehe noch mal eine Runde weiter. Jo. Kannst ja, falls ihr irgendwas habt, vielleicht könnt ihr auch irgendwo was testen, ob es geht oder nicht. Zum Kippen? Nee. Aktuell nicht. War schon weg. Es ist dann aber wirklich komisch, wenn das schon wieder nicht geht, ne? Das ist wirklich komisch. Aber die Ballen wurden problemlos angenommen, ja? Ja. Bevor ihr fahren, Zettel gedrückt und Trigger am Wagen abgeladen und gut ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Ah, da hätten wir jetzt richtig Vorteil. Aber das schaffen wir nicht. Wir müssen die Folge eine Dreiviertelstunde machen. Was? Link für Multistream ist bei dir drin. Ach, hat Toshi gemacht, ja. Danke. Oh, das war jetzt der zweite Anhänger voll, ne? Ja, ja. Noch einer? Nee, wir müssten jetzt die Mission abgeben. Oder, na, kriegst du noch einen zusammen? Stimmt. Von der Seite, von der rechten Seite, neben der Werkstatt.
Dann müsste normal noch einer zusammen noch kriegen zu sein. Ja, dann kannst du auch noch einen fortschaffen. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon in der Folge? Ah, eine Viertelstunde schaffe ich nicht, das Feld zu fliegen. Das ist ärgerlich. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, noch nicht so ganz. Ach, du meinst, ich sollte dann rüberfahren, bringt ja auch nichts. Nee. Aber wenn wir einen Server neu starten, ja, und mir das Feld gekauft hätten, ja, wird man sofort wieder Kredit kriegen, vermute ich mal. Ach so. Ja, aber wir haben keinen zweiten Flug. Guck mal, ob du noch eine Ladung zusammenkriegst. Ja, ich guck. Bin auch schon fast wieder am Hof. Weil dann können wir die ungefähr, ja wie gesagt, 25 oder 26 Ballen müssen wir aus der Mission bei der BGA abgeben. Dann könnten, weiß ich nicht, bei der Menge, was man dort an Ballen wickeln kann auf dem Feld, könnten 9 oder 10 Stück übrig bleiben. Och, da gibt noch einen Anhänger voll, das sehe ich schon. Alf, hallo? Rodriguez, hallo? Oben müsste ein Link stehen. Oh, jetzt habe ich über den halben Chat hier schon wieder verpasst. Sorry. Sehe ich gerade auf den anderen Bildschirm. Du meinst die Matchmap, ob die schon draußen ist? Ja, also bei Daniel auf der Webseite ist die mit verfügbar, oder? Lese ich das jetzt hier verkehrt? 12 Ballen liegen jetzt noch da auf der rechten Seite. Wenn du jetzt noch den Hänger voll fortfährst? Ja. Ja, okay, dann nehmen wir die übrig bleiben von der Mission, die packen wir dann dort dazu. Dann fahr den noch fort. Und ich habe noch 13 Minuten ungefähr. Um 8 Uhr wird gespult, ne? 20 Uhr, ne? 18 Uhr gehen die Brücken hoch. Mike, schon genannt. Der Verkehr, der geht mal auf den Senkel hier, du. Ja, 39% schade, das schaffe ich nicht. Und das war der dritte. Ah, das reicht auf alle Fälle. Gucken, ob wir das gebacken kriegen. Soll ich dann jetzt zuerst die Ballen für die Mission wegfahren oder soll ich einer 51 mähen? Ja, 49 würde ich machen. Das kleinere Feld, dass wir das größere von Nacht in Nacht lassen.
Würdest du da nochmal die zweite Stufe mitnehmen? Oder kannst bei, oder wenn noch, kannst bei Benjamin die Ballen einsammeln. Wie gesagt, müsstest, glaube ich, musst mal gucken. Wenn, 59 müssen wir ja abgeben, wenn wir ja auf Details gucken. Wir müssen abgeben 138.900. Wenn du 25 Ballen auflädst, könnte es gerade so reichen, weil ja immer ein bisschen mehr zählt. Wenn ich lade mal 25 Ballen auf, sammeln wir im Feld ein und schaffst mal hin zur BGA. Aber in dieser Hochrechnung, da sind noch Menge Fehler drin, ne? Bei was? Von wegen so und so viel Liter noch abgeben, bis die Mission beendet ist. Ja, du musst nicht komplett die Liter abgeben. Ja, ich hatte das bei Zwiebeln waren das, glaube ich. Ich musste noch 110.000 Liter. Mhm. Ich habe 100.000 im Anhänger drin gehabt. Und ist abgeschlossen. Ja, als ich 50.000 abgekippt habe, sagt er auf einmal Mission erledigt. Ach, 50.000, gut, das ist natürlich zeitig. Also ich konnte gar nicht so schnell reagieren, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht macht das zu, ansonsten noch mal ein paar Liter, weil ich hatte ja weniger drin. Hm. Und auf einmal so um die 50.000 sagt er auf einmal Mission abgeschlossen. Alter, das ist aber ein Sprung. Weil 25 Ballen sind ja 137.500 Liter. Ne? Und wäre ja praktisch 1.000 Liter weniger. Und das hat man ja auch, wenn du den Ballen in ein Silo tust oder ein Lager tust und der hat 5.500 Liter, kriegst du ja auch 5.530 oder 40 gut geschrieben. Ne? Das haben wir ja auch schon ausprobiert. Von daher könnte es sein, dass 25% der Ballen reichen. So, unsere BGA, ne? Die auch bei uns ist. Unsere BGA muss es hin, ja. Ja, er hat mir schnell noch einen hingebracht. Und wenn einer fehlen sollte, ist doch nicht das Problem. Aber ich habe erst 50%, das ist schade. Ja, musst du aussteigen und schieben, vielleicht geht's schneller. Ich fahre 15, 14, 13, ich denke mal, das ist aber, ja gut, auch mal 12. Oh, das ist eher ein Synchro-Problem, würde ich sagen, oder? Brücke ist kaputt, ist bloß eine hochgeklappt. Ach ne, die andere kommt dort, okay. Ich dachte schon mal Sabotage hier. So, nehme ich noch zwei, dann habe ich 25 und dann fahre ich zur BGA. Ich bin jetzt auf der letzten Spur. Dann bricht die Presse weg und dann fahre ich rüber zum Main schon mal. Und kann Jürgen hier in Ruhe weitersammeln. Ja, die Presse muss auch mit hin zum Feld. Ja, aber ich kann schlecht Schneidwerke und Presse mitnehmen. Schneidwerke stehen schon oben. Die habe ich da stehen lassen. Achso, ja, okay. Dann fahre ich dann direkt so dahin und lasse dann die Presse am vorne stehen. Aber an der 51 stehen noch die Schneidwerke, ne? Ja, an der 51. Ach, ein. Moment, ich brauche hier nochmal 300 Liter. Speedy, vielen, vielen Dank fürs Verlängern vom Sub. Ne? Das Geburtstagskind verlängert seinen Sub heute, weil Speedy hat heute Geburtstag, wenn das jetzt die anderen noch nicht mitgekriegt haben. Ich wusste es auch nicht, ich habe es vorhin erst erfahren, ne? Und Speedy streamt natürlich auf YouTube, ne? Ja, das war's mit der 59. Aber noch nicht abschließen. Warum?
Aber noch Brest. Ja. Brauch noch 250 Liter und krieg den Ballen hier noch voll. Also die 25 haben gereicht, ja? Ja, waren 875 für verkaufte Ballen. Hätten wahrscheinlich auch 24 gereicht. Nee, 875 sind 3000 Liter, hätte nicht gereicht. Halber Ball. Wie weit bist du mit Pressen? Fertig? Wie gesagt, ich will noch ein bisschen zusammenkratzen, weil ich okay. Bin knapp vor noch einen voll. Sag mal, wenn du einen voll hast, weil dann könnten wir abschließen, weil aktuell steht auch bei uns eine Düngermission auf der Insel noch drin. Auf der 54 nämlich, die könnte dann gleich angenommen werden, wenn abgeschlossen ist. So, ist voll. Könnte abschließen. Schließt du ab, Jürgen, oder? Ja, mach ich. Und die 54 ist ja auch bei uns, ne? Oder? Doch. Ja. Genau, ja. Die kannst du gleich annehmen. Die abschließen. Und 54. Was schon läuft hier? Wo stehen genau die Schneidwerke? Wo hast du denn hingestellt? An der 51. 51. Aber wie gesagt, von der Zeit her würde ich erst die 49 machen, weil sie kleiner ist. Dann geht die 51 in die zweite Erntereifstufe. Weil schaffen du mal beide Felder sowieso nicht mehr. Ja. Vor Mitternacht. Ja, hab ich nicht mehr. Kommen gleich. Benny? Ja? Sitzt du im Trecker? Ja. Kann nicht sein, du stehst hier auf der Wiese. Das Beste weg. Nicht verraten, wenn der doppelt arbeitet. Die sind ja auch schon direkt die Lage hier, die von der 59, ne? Ja genau, die musst du dorthin tun, wo die anderen liegen, noch die fertigen. Ballen 16 sind übrig. Ja, das ist gut. 80.000 Liter, über 80.000 Liter. Ja, 30.000 Euro nochmal. Ballenmission ist echt. Ja, das ist ja mehr als wir jetzt für die Mission selbst gekriegt haben, glaube ich. Ne? Ja. Aber es ist eben das einzige Feld, was bei uns noch mit Ballenmissionen kommen könnte. Weil die anderen gehören uns. Ja, haben wir jetzt alles richtig oder alles falsch gemacht? Das ist jetzt Auslegungssache, ne? Das ist alles richtig. Immer der Weiße. Du nervst. Oh, da haben sich noch ein Stück Land gekauft in Sylt. Daniel? Ja, das dritte Feld. Das vierte, ja, das dritte Feld. Ah, jetzt, wo sie Kredite gekriegt haben. Na, da kann ich die ja mit denen hier zusammentun, dass sie vernünftig stehen, ne? Genau. Mit den fertigen, ja. Hallo?
Da bin ich schon genannt. Du hast die Ballenpresse mitgenommen, ne, Benni? Ja. Ich überlege gerade, ob ich den Ballenwagen auch mitnehmen soll. Aber den müssen wir nachher zurückbringen, ne? Wir müssen so oder so nachher leer fahren. Entweder kommst du jetzt leer her oder wir müssen hier nochmal leer herfahren, um das andere zu holen. Also ja, weil du ja die Steinwerke wegbringen musst, deswegen dachte ich. Ja. Ja, wir haben hier nachher sowieso. Entweder fährst du jetzt leer hierher oder nachher fährt noch einer leer hierher, um das andere zu holen. Also es nimmt sich beides nichts. Ja gut, ist ja bei uns auf der Insel. Das ist ja... Kannst also auch ruhig mitbringen. Einmal ist es ja dann nur rüberfahren. Zum anderen Feld. Hä? Ach. Das ist ja, wenn man einen Kredit kriegt, da kann man sich auch ein Feld kaufen, ne? Daniel. Ja. Aber weißt du, wie viele? Weiß nicht, was er aufnehmen kann. Weiß nicht, wie viele er gekriegt hat. Ich weiß nicht, wie viel hatten sie. Jetzt kann ich auch nicht genau sagen, hatten sie die die Mähen auf der 19. Die 17 ist dunkelgrün. Haben sie die 17 dazu gekauft? Das sind 343.000 von 360.000. Oh, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Da hatten doch, glaube ich, 200. Oh, hatten die 240 oder 260.000 auf dem Konto? Wohin? Ja, ich glaube schon. Ich habe nicht geguckt, genau. Kredit. Schreibt der Mike. Ja, dann haben sie noch irgendwas verkauft. Ja, Flüssigdünger oder Düngerkompost. Kann nicht mehr arbeiten. Wer? Ich. Warum? Treckermüde. Starker Bauer. Nö, hat er so geschafft. Weiß nicht, da hinten 49 ist gefährlich, ja. Ich glaube, der Kram ist hinten so tief, dass man uns rücksetzen müsste. Nee, ich bin aber eine 54. An dem Geländerpfeiler bin ich hängen geblieben. Oh, die sind verflucht schmal. Ja. Hättest du mir das nicht erst sagen können, wenn das erst so auf Vorgewende fertig ist? Wäre ich nervös. Genau. Ernteschnecke schreibt Dünger und Mike schreibt auch Dünger haben sie verkauft. Na ja, gut, das kann sein. Aber wenn sie Dünger verkauft haben, sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Dr. Dem, hallo? Wenn ich jetzt zurücksetzen müsste, hätten wir ein Problem. Na ja, kommt mal ein Träger nicht ran. Und an die Schneidwerke auch nicht. Nee. Benni, mähst du mit VCA oder ohne? Nee, im Moment fahre ich per Hand vorgewendet. Aber dann machst du mit VCA, ne? Ja, dann danach mache ich 8,4, stimmt das? Ne, 9,4 hat das Mähwerk, ne? Ja. Oder hast du ausgefahren? Nee, lass ich das nur so. Nee, ist nicht ausgefahren. Kannst du ruhig auf 9,4 lassen, da presst sich das hinten besser auf dann. Mike, hallo? Also VCA sagt 8,9. Ich hab jetzt 9,4. Geht ja nur darum, dass ich die Mitte ungefähr hab. Und du, hallo? Der Benni hier gefahren ist, war er besoffen. Ich hab geguckt, dass ich möglichst viel von außen mitkriege, ohne selbst irgendwo reinzufallen. Oh, Mecker, 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 Mecker. Du hast keinen Zugriff zu diesem Land. Erzähl doch keinen Käse. Ich habe Zugriff.
Wettrennen der Trecker. Ja, regnen tut es zum Glück nicht mehr. Das hat beim letzten Mal irgendwas gehangen mit dem Wetter. Das ist... Weil es konnte ja geerntet werden entsprechend, aber es hat optisch eben immer weiter geregnet. Ich wollte gerade sagen, Benni, ich würde bremsen. Da geht's weit runter. Ja, ich wollte hier die Ecke nicht rundfahren, sonst wäre verschwendet. Wollen wir mal die erste Folge eigentlich beenden oder hast du schon? Oh nee, ich habe doch nicht auf die Uhr geguckt hier. Was ist jetzt bei euch mit Abkippen? Ja, geht nicht. Auch kein anderer kann. Ja, wollen wir neu starten oder was? Ich habe so ein bisschen den Anhänger vielleicht im Verdacht. Also, ja, müssen wir wohl. Das, also, wenn, also so diese Anhängergeschichte, wenn man einen, ich sag mal, Dünger zuerst drin hatte, den verkaufen konnte und dann hat man was anderes eingefüllt und dann kann man nicht mehr in Produktion abladen. Also so war jetzt mein Gefühl. Ja, das Anhänger, weil sowas hatte ich schon mal. Aber ich hatte doch, wo ich nicht abkippen konnte, ich hatte doch bloß einen Steinesammler. Ja gut, und da waren auch nur Steine drin an sich. Ja, ne? Da geht hier leider nichts anderes nicht rein. Nee. Hackschnitzel gehen da nicht rein. Naja. Aber hier Glückwunsch eurem unermesslichen Reichtum, oder wie? Wieso? Ach, ja, eine halbe Million auf dem Konto? Oder ist das schon eine halbe Million, eine ganze wäre schon ein bisschen besser. Oder nicht? Ja, ihr habt ja schon ihr habt mich ja schon eine Feld gegönnt, ne? Da Glückwunsch andersrum sagen. Ja, danke auch. Ja. Wir müssen ja auch ein bisschen nachlegen. Und wir hatten heute das erste Mal die Chance, einen neuen Kredit aufzunehmen. Wurde mir schon berichtet. 30.000. Hat schon wieder von der Bank angerufen. 30.000 dürfen wir aufnehmen. Ja, aber das ist, ja gut, aber das ist auch euer LKW, auch LKW, den ihr neu gekauft habt. Ne? Ja, auch der zieht ja nicht runter, der hat ja fast keinen Wert mehr, verliert ja auch dementsprechend fast keinen Wert. Bist du dir sicher? Weil ich bin der Meinung, er geht von Neupreis aus, das Spiel. Nicht von Anschaffungspreis. Eigenkapital müsste man Eigenkapital beobachten mit diesem Bankmanagement-Mod tatsächlich, was da passiert, aber keine Ahnung. Aber gut, wir schnacken dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen weiter. Wir machen dann jetzt erstmal ein Folgenbreak, dann machen wir kurz einen Server-Neustart und dann wird das Stream schnell mal für 10 Minuten unterbrochen, so ungefähr, aber dann... Ja, auch wollen wir auch Stream beenden oder Stream weiterlaufen lassen? Ja, Pause machen, ne? Also. Ja, ich kann einen Pausebildschirm einschalten, ja. Ja, genau, das wollte ich eigentlich noch fragen. Hast du dich eigentlich gekauft oder sind das über Stream-Elements? Was? Und deine hier, diese Vor- und Nachschaubilder? Ja, ich selber gemacht. Das hast du alles selber gemacht, womit? Na, das ist doch bloß ein Bild hinterlegt. In Stream Elements. Also doch über Stream Elements sozusagen. Ja, über Stream. Ja, die Bilddatei. Ja, genau. Das Bild, da meinst du? Ja. Ja, genau. Das ist bei Stream Elements gemacht, das Bild. Aber jetzt das Umschalten, das Translation oder wie das heißt, das habe ich gekauft. Wenn ich umschalten tue. Ja. Weil das ist eine Animation dann irgendwie, ne? Genau. Ja. Aber das ist komplett auch die Alerts-Animation und da ist das Translation mit dabei. Das kannst du dir entsprechend zusammenstellen, welche Alerts du haben willst und welche welche Translation-Animation du haben willst. Das ist alles eine Datei dann im Endeffekt, was du da kriegst. Hast du es bei Fiverr gekauft oder wo? Monograph heißt das, glaube ich. Wenn ich es richtig ausspreche. Da kannst du ja noch mal gucken und so vielleicht mir mal schicken bei Gelegenheit. Wollen wir mal gucken, Holger, was wir haben. Also viele Sachen sind ja schon bei. Aber gut, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir machen eine kurze Pause, ne? Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis dann und tschüss. Pause machen wir auch im Stream hier und Folge auch zu Ende.